Nintendo hat ja Universen geschaffen. Eigentlich haben wir alle gedacht, Nintendo ist tot und wenn die Wii nicht erfolgreich ist, dann war's das. Anybody under 30, you know, their first experience was a Nintendo console. Super Mario war bei meiner Einschulung dabei. Mhm. Super Mario war beim Führerschein, beim Abitur dabei. Wir hatten ja eine Super Mario Hochzeitstorte, eine vierstöckige, also Super Mario. Wird unser Leben lang begleiten. Hallo, it's me, Mario. Nintendo hat Videospiele zwar nicht erfunden, aber die japanische Firma hat sie in über 30 Jahren wie kein Mitbewerber geprägt. Das Tempo für Taschentücher, Q-Tip für Wattestäbchen, das ist Nintendo für Videospiele. Der Markenname ist Synonym für eine ganze Industrie geworden. Nintendo-Spiele sind seit Jahrzehnten allgegenwärtig. In Cafés, in Kinderzimmern, auf Schulhöfen, in Bussen und Bahnen. Der erste Kontakt mit Videospielen läuft in der Regel für Kinder über Nintendo-Konsolen. Nintendo-Figuren sind die bekanntesten Spielefiguren überhaupt. Keine andere Serie hat sich besser verkauft als Mario und die Pokémon. Von Beginn an war die Faszination von Videospielen bei Kindern so groß, dass es Eltern unheimlich war. Und Nintendo als Marktführer geriet unter Generalverdacht. Stundenlang jault, knallt und brüllt es aus dem Kinderzimmer. Und bei dem Versuch der Eltern, in diese Welt einzudringen, werden sie häufig mit dem sogenannten Nintendo-Blick gemustert. Sag mal, bist du nicht ganz richtig im Kopf? Ich rede mit dir! Der Sohnemann sieht's gelassen. Alles okay, nur Mama nervt. Auf diese frühe Kritik an Videospielen reagierte Nintendo. In der Pokémon-Serie müssen Kinder Spielfiguren untereinander tauschen, um weiterzukommen. Es wird miteinander gespielt, statt nur alleine. In neueren Versionen wird sogar ein Schrittzähler mitgeliefert. Nur wer fleißig spazieren geht, wird vom Spiel belohnt. Auch heute noch ein ungewöhnlicher Ansatz. Jasmin und Stefan Bösing sind in den 1980er Jahren mit Videospielen aufgewachsen. Sie haben ihre Leidenschaft auf die Spitze getrieben, sammeln alles, was mit Videospielen zu tun hat. Sie sind große Fans von Herstellern wie Sony, Atari und Sega und besitzen fast sämtliche Konsolen seit den ersten kommerziellen Videospielen Mitte der 70er Jahre. Doch nur Nintendo hat ihr Herz erobert. Ja, hat es. Definitiv. Also schon in der Kindheit, als man die ersten Konsolen hatte, waren halt dann auch meistens Nintendo-Konsolen, weil die halt sehr populär waren. Und da hat das sofort eingeschlagen. Direkt definitiv. Ein großes Herz. Ja. Game Boy fing direkt an, NES. Ja, auf jeden Fall. Das war von Anfang an. Das war halt für Kinder zugänglich, hat aber einen Charme, dass man den trotzdem bis heute als Erwachsener noch zu schätzen weiß. Zieht sich halt so durch. Ist halt immer noch schön. Was aussieht wie ein Verkaufsraum, ist in Wirklichkeit Jasmins und Stefans Konsolenzimmer. Ein Museum für Videospielkultur. Auch wenn sie nicht zu Hause sind, Nintendo begleitet sie auf Schritt und Tritt. Wir wollten immer uns tätowieren lassen und eigentlich hat das Einzige, was da eine Rolle gespielt hat, war natürlich dann irgendwie Nintendo. Also der Punkt war, Tattoo an sich ist ganz schön, aber die Sache war halt immer, ich habe mir gedacht, okay, es muss irgendwas sein, was eine Konstante ist im Leben, was ich irgendwie seit der Kindheit habe, was ich bis heute habe. Habe ich dann wirklich lange drüber nachgedacht und dann ist mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Alles klar, Videospiele sind halt die Konstante in meinem Leben, die sich halt komplett durchzieht. Und da, deswegen war dann halt die... Es war meine Idee. Ja, aber das ist halt dann Super Mario, auf was sich halt alles herunterbricht. Das ist halt im Endeffekt Nintendo und Super Mario. Und auch Zelda. Und bei ihr dann halt auch Zelda. Link und Zelda. Junge Künstler beschäftigen sich mit dem Phänomen Nintendo, hinterfragen auf oft ironische Art und Weise die Beziehungen zwischen Figuren wie Zelda und Link oder Super Mario und Donkey Kong. Es gibt spezielle Ausstellungen, meist im Rahmen von Messen, auf denen Werke wie diese auch mal für mehrere tausend US-Dollar verkauft werden. Sogar Sinfonieorchester spielen die Soundtracks aus Nintendo-Spielen, vor allem die Titelmelodie der Super Mario-Serie. Sie taucht genauso in der Popmusik, im Reggae oder im Hip-Hop auf.
Zahlreiche Bücher beschäftigen sich mit Nintendo und dem bisherigen Erfolg der Firma. Doch bis sich Mario und Co. so tief in die kulturelle Großhirnrinde der westlichen Welt gebrannt hatten, war es ein langer und steiniger Weg. Keine andere Videospielfirma hat eine so lange und turbulente Geschichte wie Nintendo. 1889 wurde die Firma im japanischen Kyoto gegründet und stellte Hanafuda her. Spielkarten, die vor allem in Japan und Korea auch heute noch gespielt werden. Zunächst waren Nintendo-Karten handgemalt, später wurden sie gedruckt. Wir besuchen den Verein Retro Games e.V. in Karlsruhe. Sammler und Bastler versuchen hier, die Spiele vergangener Zeiten zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mario Berluti kennt die Frühgeschichte von Nintendo genau. Nintendo hat auch richtiges, normales Kinderspielzeug hergestellt. Also sie kamen ja von den Spielkarten und haben dann alle möglichen Also gerade in den 60er, 70er Jahren, da ging ja der Boom mit solchen kleinen elektronischen Spielgeräten einher. Und da war Nintendo eigentlich schon auch marktführend. Das technische Genie, dem Nintendo diese frühen Erfolge verdankt, heißt Gunpei Yokoi, der später den Game Boy entwickeln sollte. Seine erste Idee, die Ultra Hand, wurde in den 70er Jahren zum Riesenhit in Japan. Es folgten weitere Erfindungen wie das Ultra Scope, ein Roboterstaubsauger oder eine Zuckerwattemaschine. Nicht alle von Yokois Entwicklungen waren erfolgreich, aber Nintendo machte sich weltweit einen Namen als Spielzeughersteller und baute sein Vertriebsnetz aus. Yokoi erkannte das Potenzial von Videospielen früh. 1980 erfand er die legendären Game & Watch Taschenkonsolen. Deren weltweiter Erfolg machte Nintendo Mut, in die USA zu expandieren. Doch dieser Schritt wäre der Firma fast zum Verhängnis geworden. Der neu gegründete US-Ableger investierte nämlich in einige tausend Arcade-Automaten des in Japan beliebten Weltraumshooters Radarscope. Eine kompliziertere Variante des Klassikers Space Invaders. Doch das Spiel kam in den USA nicht an. Also die Kids in den Spielhallen, die standen nicht mehr so sehr auf Weltraumshooter. Und wie gesagt, Radarscope war ja ein Space Invaders Galaga-Klon, also so ein typischer Weltraumshooter. Und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es ja auch schon Spiele wie Pac-Man oder so von Namco. Also das Spiel wurde überhaupt nicht angenommen in den Staaten. Und man saß dann plötzlich auf 2000 Radarscope-Automaten, die man nicht mehr an den Mann bringen konnte. Und die Firma, der ging langsam das Geld aus und man musste eine Lösung finden. In Arcade-Automaten sind die Spiele auf Platinen fest installiert. Ein einziges Gerät kostete damals mehrere tausend US-Dollar. 2000 Stück waren also mehrere Millionen wert. Für die musste Nintendo schnellstens ein neues Spiel entwickeln, um eine Pleite abzuwenden. Aber fast alle gute Spieleentwickler waren schon gebunden in andere Projekte. Und man griff sich dann einfach Shigeru Miyamoto heraus und hat gesagt, unter der Vorgabe, das war ja auch noch eine Schwierigkeit, man konnte ja nicht einfach frei ein Spiel entwickeln, so wie heute, indem man es per Software programmiert, sondern das musste ja auf die Hardware auch zugeschnitten werden. Also die Automaten liefen ja mit Platinen und dieses Spiel musste ja dann auch, sage ich mal, speziell für diese Platine dann auch entwickelt werden. Shigeru Miyamoto ist heute der Steven Spielberg der Videospiele. Ladies and gentlemen, please welcome Shigeru Miyamoto. Doch in der Automatenkrise 1980 galt er bestenfalls als Nachwuchstalent bei Nintendo. そういうことをプレッシャーに感じても何も次の自分の仕事につながらないというふうにいつも考えますよね。 Shigeru Miyamoto wollte eigentlich ein Popeye-Spiel herstellen. Nintendo hat ja damals die Rechte nicht bekommen an Popeye. Und man dachte sich, man tauscht einfach die Charaktere aus. Also der Brutus bei Popeye wird der Donkey Kong und die Olivia wird dann zur Pauline, wie sie in Deutschland genannt wird. Und der Mario, oder damals noch, hieß er ja noch Jumpman,
Das wäre ja dann, das hätte der Popeye dann sein sollen. Donkey Kong zählt heute noch zu den meistverkauften Arcade-Spielen überhaupt, also neben Pac-Man und Asteroids. Und das Arcade-Fieber eroberte auch Deutschland. Überall schießen Spielhöllen wie Pilze aus dem Boden und immer viel zu schnell heißt es Game Over. Meine Mutter sagte auch, ich sollte weniger Geld in die Automaten reinwerfen. Sag ich, ja, ich würde es auch tun, aber kann halt von nicht abkommen von den Automaten. Mitte der 80er wurden die Geräte per Gesetz aus der deutschen Öffentlichkeit verbannt. Doch in den USA hielt das Fieber zunächst an. Der Lehrer Steve Wiebe spielt Donkey Kong fast jeden Tag. Er war schon mehrmals Weltmeister, ein bis heute heiß umkämpfter Titel. Wiebe erklärt, warum das Spiel damals so erfolgreich war. Asteroids and Space Invaders were black and white, kind of the colors weren't very cool looking. And there was only one type of screen. Like you'd clear all the asteroids, you get the same look and feel, clear all the Space Invaders. If you remember that game, get the same look and feel. Pac-Man, you clear the maze, the same look and feel. This one kind of had like four games in one. Nintendo of America wurde durch den Donkey Kong-Automaten definitiv gerettet. Also wäre ein anderes Spiel gekommen, was nicht so erfolgreich gewesen wäre, dann hätte es Nintendo of America sicherlich nicht mehr lange überlebt. In den folgenden Jahren bekamen Arcade-Automaten Konkurrenz durch neue Heimkonsolen. Videospiele begannen, deutsche Wohnzimmer zu erobern. Auf Messen wie der Internationalen Funkausstellung waren sie schon Ende der 70er Publikumsmagneten. Das Bildschirmspiel wird an die Antennenbuchse des Fernsehgeräts angeschlossen, eine Kassette eingelegt und dann sind Intelligenz oder Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Schriften malen in allen Farben, Tontauben schießen, auch eigentlich verbotene Glücksspiele wie 17 und 4, das brave Mühlespiel gegen den Computer, abstrakte Gemälde und so weiter und so fort. Die bisherigen Erfahrungen in den Messehallen unter dem Funkturm scheinen den Optimismus zu bestätigen. Die 12 Plätze sind von früh bis spät dicht umlagert und nicht nur von Kindern. Es darf gespielt werden. Nintendo griff diesen Trend auf und entwickelte eine eigene Heimkonsole, das Nintendo Entertainment System, kurz NES. Passend dazu bekam Mario einen Bruder, Luigi. Und die Super Mario Bros. Serie sorgte dafür, dass weltweit Millionen NES-Konsolen verkauft wurden und die kleine graue Kiste zum Marktführer wurde. Dann jedoch verzockte sich Nintendo im Firmenpoker und schuf sich den ärgsten Konkurrenten und Erzfeind selbst, die PlayStation. Nintendo hatte bereits mit Sony zusammengearbeitet. Letztere hatte den Soundchip des Super Nintendo oder SNES gebaut, des Nachfolgers des NES, und mit dafür gesorgt, dass auch diese Heimkonsole die Nummer 1 wurde. Ein junger und begabter Sony-Ingenieur, Ken Kutaragi, hatte den Soundchip gebaut. Und Nintendo wollte nun, dass er ein CD-Laufwerk für das Super Nintendo-System entwickelt. Das Zubehör war bereits so gut wie fertig und die Fachpresse feierte es als großen Wurf, als Nintendo die Verträge überraschend aufkündigte. Aus der Geschichte heraus wissen wir, es ist ein bisschen blöd gelaufen dann für Nintendo, denn nachdem eigentlich Sony verkündet hatte, dass sie mit Nintendo eine Kooperation haben und dieses Laufwerk für die nächste SNES-Konsole produzieren möchten, hat Nintendo einen Tag später verkündet, dass sie eigentlich einen Deal mit Philips haben. これが僕は十分じゃなかった。あのベストの時期じゃなかったと思うんですよ、個人的には。ただビジネスをする人たちにとってはもう必要な時期で、お客さんはそれを許したんだと思うんですね。僕はユーザーとしては許せなかったんですけども。だからまあもう少し遅ければ僕らがベストの決断ができたんでしょうね。ただあの時はお客さんの方が我慢をした。それで何年かのうちにそれが Eine Entscheidung, die sich für Nintendo als katastrophal herausstellte. Sony hatte kein Geld bekommen und blieb auf dem Laufwerk sitzen. Der Elektronikgigant entschied, das Projekt auf eigene Faust weiterzuentwickeln und Nintendo herauszufordern. In diesem Prototypmodell liefen noch Nintendo-Spiele.
Aus diesen Entwürfen jedoch wurde schließlich die Sony PlayStation. Und die PlayStation sollte alles bislang Dagewesene in den Schatten stellen. Mehr als 10 Jahre lang dominierte Sony den Heimkonsolenmarkt. Sony hatte zum einen den Vorteil, dass sie Spieler bedient hat, die Nintendo vorher nicht bedient hat. Also das, was wir vorher schon angesprochen hatten mit Hardcore-Spieler, also Spieler, die ein bisschen ernstere Themen suchen, nicht mehr so diese kindliche, spielerische Themen, bei denen Nintendo ganz stark war. Das war sicherlich ein Vorteil, den Sony hatte. Ein anderer Vorteil, wie ich finde, war natürlich der, dass die CD-ROMs, die Sony einsetzte, also dass es da Hacker gab, die mit Mod-Chips die PlayStation so modifiziert hatten, dass man gebrannte CDs auf einer PlayStation abspielen konnte. Mit der Möglichkeit, Raubkopien von Spielen zu nutzen, setzte ein Umdenken in den Köpfen mancher Konsolenbesitzer ein. Spiele mussten nicht mehr 50 Mark kosten. Es gab eine kostenlose Alternative, wenn auch eine illegale. Der große Erfolg der PlayStation zeigte aber auch, dass die erste Generation von Nintendo-Spielern erwachsen geworden war. Viele von ihnen interessierten sich nicht mehr für Super Mario und Co. Ihre Spiele hießen nun Grand Theft Auto, Hitman oder Tomb Raider. Meist erst ab 16 oder gar ab 18 Jahren frei. Gleichzeitig war es mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert, dass auch Erwachsene Videospiele spielen. Nintendo-Spiele waren vielen von diesen jungen Erwachsenen zu niedlich und zu kindlich. Ein Werbespot für das realistisch aussehende Autorennspiel Blur karikiert Nintendos bekanntestes Rennspiel Mario Kart, das recht bunt daherkommt. Blur verkaufte zwar nur einen Bruchteil des letzten Mario Kart-Spiels, aber sogenannte Hardcore-Spieler begannen, Nintendo zu belächeln. Mann, ist das cool! Hey, gewinnen ist nicht alles, lass uns doch Freunde sein! Klappe, Pinky! Blur, race like a big boy! Unzählige Fanvideos zeigen den Widerspruch zwischen der klassischen Nintendo-Optik und erwachsenen Spieleinhalten auf. Hier erscheint das realistische Kriegsspiel Call of Duty Modern Warfare 2 im harmlosen Look der Pokémon-Reihe. Andere nehmen die niedliche Optik von Spielen wie Wii Play aufs Korn, indem sie die knuffigen Figuren in einem makabren Kontext setzen. I don't know what you're talking about. Tell me where she is. You're a plumber. You're not some kind of hero. Wieder andere erzählen die Handlung der Mario-Spiele, in der immer wieder eine entführte Prinzessin gerettet werden muss, mit realen Schauspielern nach. Wird Mario auf diese Weise aus seiner bunten Fantasiewelt gerissen, erscheint die Geschichte von einem Klempner, der Pilze und Sterne isst, um eine Prinzessin zu befreien, absurd bis skurril. Mario, he's missing. It's me, Mario. Doch in der Firmenzentrale von Nintendo wurde diese Kritik lange ignoriert. Hier beharrt man darauf, anders zu sein. Schließlich ist es Firmenphilosophie, gerade nicht die Wünsche der Kunden zu bedienen. Aus diesem Ansatz heraus entstand die Wii. Nintendo wollte den Standard-Controller abschaffen und sie dachten in alle Richtungen. Einige der Entwürfe sehen aus heutiger Sicht sehr befremdlich aus. Am Ende setzte Nintendo auf eine Controllerform, die allen Menschen in Form der Fernsehbedienung bereits geläufig war. Nur eben nicht, um damit zu spielen. Diese Vertrautheit und intuitive Bedienung erschloss Nintendo ganz neue Käuferschichten. Nicht nur Kinder und jüngere Erwachsene spielten nun. Auch am anderen Ende der Alterspyramide begannen Menschen, sich für Videospiele zu interessieren. Den Knopf auslassen und schon fliegt die Kugel in die Mitte. Ja, gut. So wie Gameboy und DS den Babysitter ersetzten, etablierte sich die Wii als Beschäftigungstherapie für Senioren.
Die dazu passenden Videospiele waren unterhaltsam verpackte Gesundheitssoftware. Ja, jawohl, gut. Über Bewegungssteuerung wurde der Controller zum Tennisracket, zum Golfschläger oder einfach zur Verlängerung des eigenen Armes. Der Spieler musste dabei aktiv werden, Schwung holen statt Knöpfe drücken. Mit Titeln wie Wii Fit oder Wii Sports sollten sich Senioren körperlich fit halten können. Es gab nun auch Programme, mit denen Mathematik- oder Englischkenntnisse verbessert werden konnten. Gehirnjogging oder Brain Training versprachen geistige Fitness. Der gesellschaftliche Stellenwert von Spielen hat sich seitdem drastisch verändert. Wie schon der tragbare DS zuvor, erschloss die Wii ganz neue Käuferschichten und bescherte Nintendo die ersten 5 Jahre lang Verkaufsrekorde. Nach 2012 verkaufte sich die Wii schlechter. Sie wirkte veraltet, denn Nintendo verweigerte sich ganz bewusst auch technischen Trends. Sony und Microsoft hatten schon seit Jahren auf HD gesetzt, also auf hochaufgelöste Grafiken und auf Online-Plattformen, über die ohne Einschränkung gespielt werden konnte. Beides bot Nintendo mit der Wii nicht an. Nintendo-Fans feierten diese Verweigerungshaltung als mutig. Marc Quambusch ist Brancheninsider und sah diese Entwicklung damals aber kritischer. Ich weiß nicht, ob der Verzicht von Nintendo auf gewisse Innovationen, ob das wirklich mutig ist oder nicht, doch eher, ich sag mal, gewagt, weil den Online-Trend verschlafen zu haben, und das haben sie de facto, hätte auch böse in die Hose gehen können. Und sie hatten das Glück, dass sie mit der Wii einfach durch Zufall, glaube ich, mehr das richtige Produkt zur richtigen Zeit hat, das all diese Mankos ausgeglichen hat. Aber das jetzt als Mördertreiber oder als ein Teil der Erfolgsgeschichte zu sehen, finde ich eher gewagt, weil online ist heutzutage einfach, also wir leben alle online irgendwie, unsere Handys sind online, unsere Mütter sind fast schon online und sind bei Facebook, und nur Nintendo weigert sich ein ordentliches Online-Feature anzubieten. Immer und überall online zu sein, ist heute dank Smartphones und Netbooks selbstverständlich. Und genau dies ist die größte Bedrohung für klassische Spielekonsolen. Spiele lauern nun nämlich fast überall. In den App-Stores der Handyanbieter und auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder Google+. Doodle Jump oder Farmville sind entweder gratis oder kosten rund 1 Euro. Technisch gesehen wird leistungsfähige Hardware außerdem immer unwichtiger. Streaming-Dienste wie OnLive oder Gaikai ermöglichen es, dass selbst hochkomplexe PC-Spiele auf fast jedem Endgerät gespielt werden können. Setzen sich diese Dienste durch, werden Konsolen nicht mehr gebraucht. Wirtschaftsanalysten sagen Nintendo harte Zeiten voraus. They're way behind online, they're way behind in casual, they don't license their content to third parties, so they have to be proprietary in everything they do. Eigene Konsolen mit eigenen Speichermedien. So vermied Nintendo früher Verluste durch Raubkopien. Dies trug eindeutig zu ihrem Erfolg bei. Doch die Wii-Spieler von gestern sind die Facebook-Spieler von heute, sagt Marktanalyst Pachter. Und Nintendo kann nichts tun, um diese Spieler zurückzugewinnen. They created a much bigger market, and that was the basis, I think, for their success the last 5 years. And they've now lost that market to the iPhone and to Zynga, and I don't see how they get them back. I don't think they can, because they can't be price competitive ever with free games. I mean, they just can't be. だからこの娯楽のビジネスは一つが独占するビジネスであると。だから一つが独占するっていうのは、今普通 の, 商法で言うと独禁法であるとか、なんか危険な匂いがするんですけど、エンターテインメントっていうのは一つが他にない価値を持った一つが生まれることが最大の目標で、だから他がやってないものをやりなさいっていう基本の考えがある。でこの考えが一般の企業じゃないエンターテインメントの企業としての根底にありますから、それは非常に役に立っていると思いますね。Die entscheidende Frage ist, ob heute noch genug Menschen bereit sind, für originelle Spiele und einzigartige Features viel Geld zu zahlen, wenn Facebook- und Smartphone-Spiele, die wenigstens kurzfristig auch Spaß versprechen, weitgehend gratis sind. Nintendos aktuelle tragbare Konsole, der 3DS, hat sich nach einem holprigen Start behauptet und wurde inzwischen bereits über 30 Millionen Mal verkauft.
it's not traditional 3D like you see over there on the television. Ende 2012 erschien mit dem Nachfolger der Wii wieder eine neue Nintendo-Heimkonsole. Sie ist deutlich leistungsfähiger, endlich auch HD-fähig und sie hat eine Art Tablet als Hauptcontroller. Doch bislang blieb die Konsole deutlich hinter den Erwartungen zurück. Wird sich die Wii U wie der 3DS berappeln? Wird sie zum Retter in der Not? Oder ist es das letzte Aufbäumen des Spielegiganten? Hat Nintendo eine Zukunft? Nintendo is trying so hard to be different. I think that they are so focused on not competing with everyone else, that they are missing opportunities. And I think the fact is that with the introduction of smartphones and cheap games and always online, Nintendo's way behind. Wenn ich mir jetzt die letzten 30 Jahre anschaue und sehe, was für ein Auf und Ab es für Nintendo gab, dann bin ich ganz persönlich auch der Meinung, dass die schwierigsten Jahre für Nintendo wahrscheinlich jetzt anbrechen werden. Weniger ist ja manchmal mehr. Das war ja immer so Nintendos Motto so ein bisschen. Wir bringen nicht viel auf den Markt, aber dafür die Bewegungssteuerung. Zack, reicht. Mhm. War der Knaller. Erfolg. Diesmal ist halt die eierlegende Wollmilchsau, so gesehen, scheint die Wii U zu sein. Jetzt ist wirklich ganz wichtig, die richtigen Spiele zur richtigen Zeit am Start zu haben, diese Funktionen auch wirklich alle auszureizen. Also die müssen perfekt funktionieren. Der komplette Videospielemarkt wird im Moment umgekrempelt. Also ich sehe da Apple mit seinen iPod Touches und iPads und den ganzen iOS-Geräten als sehr starke Konkurrenz an. Also die werden es Nintendo sehr, sehr schwer machen. Nachdem Nintendo eine Zeit lang wie der große Sieger aussah, habe ich jetzt so das Gefühl, wird es schwierig. Also sie haben so den Konsolentod mal so ein bisschen aufgeschoben, aber ob sie mit der Wii U jetzt so einen Erfolg haben, würde ich zumindest mal ein Fragezeichen versehen. Auch auf der Titelseite des Jahresfinanzberichts 2011 von Nintendo prangte ein Fragezeichen. Für Nintendo bedeutet es allerdings nicht Ungewissheit. Es ist ein bekanntes Symbol aus den Super Mario-Spielen. Und es steht für eine positive Überraschung.